Gestern Abend war die glanzvolle Premiere von Zeitverbrechen, 4 Teile. Endlich also kommen diese Fälle jetzt auch auf die Leinwand bzw. auf dem Bildschirm. Und wir freuen uns riesig, dass jetzt 3 der Schöpferinnen da sind. Wir hatten schon zu Gast Lars Eidinger. Jan Bonny hat den Film mit ihm zusammen gemacht, Der Panther. Da hat er schon wahnsinnig viel erzählt davon und viel geschwärmt. Können sich im Netz auch anhören. Also ist ja alles da, verschwindet ja nichts mehr. Also diesen Film werden wir weniger besprechen. Aber ich freue mich jetzt riesig und darf ganz herzlich begrüßen. Das ist so ein tolles Team, finde ich auch. Es sind so unterschiedliche Handschriften, so unterschiedliche Regisseure und Regisseurinnen. Und da macht es ja auch so einen Spaß, hintereinander weg alles zu schauen, weil jeder Film wirklich eine ganz andere Geschichte erzählt. Also, alles gute Bekannte übrigens. Faras Shariat ist da, Futur 3, damit ist er berühmt geworden. Großartiger Film. Willkommen, ja, genau. Als Autorin natürlich genauso bekannt wie als Regisseurin, also ich sag nur Axolotl Overkill, so hieß ja der Film dann, ne, den du gemacht hast, und den haben wir auch alle gesehen, dein Buch haben wir auch gelesen, und inzwischen kamen viele, viele andere tolle Bücher immer wieder. Jetzt also hier wieder als Regisseurin tätig, Helene Hegemann. Ein wirklich toller, sehr, sehr interessanter Film damals. Mein Ende, dein Anfang. Den Titel bringe ich auch mal gern durcheinander. Viele machen das immer wieder. Das steht jetzt hier extra. Mariko Minoguchi ist bei uns. Herzlich willkommen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Produzent da ist, weil es gibt natürlich auch viele Fragen rund um dieses Projekt, die nur du beantworten kannst. Also herzlich willkommen. Yorgo Narias ist da von X-Filme. Hallo. Und ich denke mal, mit dir fangen wir auch gleich an. Um das mal kurz zu erklären, weil das bringt viele Leute durcheinander. Also überall steht Paramount Plus, hat es irgendwie produziert. X-Film ist aber auch, sonst wärst du jetzt nicht hier. Und das heißt aber auch nicht unbedingt, dass es da dann laufen muss. Genau, also wir haben die Serie produziert, also wir, das heißt X-Filme, haben die Serie produziert für Paramount Plus, einem Streamingdienst. Und Paramount wird sich aber in Deutschland zurückziehen, ja. Also nicht sozusagen vollständig, aber dahingehend zurückziehen, dass unsere Serie, die wir für Paramount produziert haben, jetzt gar nicht mehr auf Paramount erscheinen wird. Mhm. Deswegen ist noch, Stand jetzt, noch nicht klar, wo sozusagen, was das neue Zuhause ist für unsere Serie. Umso froher sind wir, dass wir jetzt auf der Berlinale gelaufen sind. Wunderbar erklärt. Die haben mich generell zurückgezogen, ne? Also aus dem ganzen Seriengeschäft und so in Deutschland. Das ging auch durch die Presse. Das heißt also jetzt im Prinzip, nach diesem Riesenerfolg, gestern schon mal bei diesen 4 Teilen, wer jetzt zuerst kommt, mal zuerst und am meisten hinlegt. Also könnte jetzt auch ARD und ZDF sein, sage ich mal zum Beispiel. Könnten alle sein, absolut. Also was ich sagen kann, ist, dass alle gerade schauen. So, ja, genau. Glaube ich. Sehr gerne. Also wir werden es irgendwann alle sehen können. Das kann man den Leuten jetzt schon mal versprechen. Das wird passieren. Und wie seid ihr jetzt rangegangen? Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin ein Riesenfan, also ich mag das total, ich finde, das ist eine großartige Leistung. War das bei euch vorher auch schon so? Schon mal gleich die Frage an euch, also kanntet ihr so einzelne Folgen oder seid ihr dann so eingestiegen? Ich kannte gar nichts vom Podcast, also ich hatte schon mal von dem gehört, aber ich habe dann zum ersten Mal mir was angehört, als Yorgo davon erzählt hatte. Und dann so viele Folgen am Stück gehört, was nicht so gut getan hat. Das aber kann ich mir vorstellen. Helene, wie war es bei dir? Oder? Ähnlich tatsächlich. Ich kannte den auch nicht. Habe mich auch nie sonderlich für True Crime interessiert. Also im Gegensatz zum Großteil der Menschheit. Ich zum Beispiel, ja. So funktioniert das bei mir nicht so gut. Und ich glaube, die Erfahrung teilen wir, glaube ich, alle, dass wir am Stück plötzlich so 50, 60 dieser Fälle uns anhören mussten. Ja. Wie war es bei dir? Anders tatsächlich. Ja. Ich bin Hardliner. Also ich habe Zeitverbrechen sehr viel gehört. Und habe dann auch nochmal über ganz viele Folgen nachgehört sozusagen. Ja. Und wie war denn die Auswahl? Also ihr habt ja jede eine Geschichte verfilmt. Durftet ihr selber wählen, was es dann ist? Ja, wir hatten, also es war auch wirklich Props zu Yorgo und auch natürlich Paramount, die uns damals sehr viel Freiheit gegeben haben, da so zu wählen und selber zu entscheiden, eigentlich welche Folge wir machen wollen. Was mich ein bisschen überrascht hat, sage ich auch, ich verstehe es heute, ich dachte vielleicht, dass es noch stärker angebunden ist an den Podcast. Also man erfährt ja immer, welcher es ist, das steht ja schon da, man kann es nachhören, aber es gab jetzt nicht am Schluss, was ich so ein bisschen didaktisch vermutet hatte, eine Tafel, so und so, und dann gab es den Prozess und es endete so und so und es passierte das und das. Es sind schon selbstständige Filme. Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Grundidee, als wir uns überlegt haben, wie wir das adaptieren wollen, dass wir sagen, okay, diese Geschichten existieren ja schon und das jetzt eins zu eins nachzuerzählen, ist irgendwie auch redundant und deswegen die Idee zu sagen, man fragt irgendwie interessante RegisseurInnen und zu sagen, okay, was ist deine Perspektive auf eine jeweilige Geschichte? Und am Ende ist, glaube ich, weil wir auch, also auch ich dieses Verhältnis zu True Crime teile, eigentlich gar nicht so ein Riesenfan dieses Genres bin, aber diese Geschichten sehr interessant fand, dass man sagt, dieser Wahrheitsanspruch, den dieses Genre hat, der ist eh irgendwie schwierig, weil natürlich niemand es genau im Detail immer wissen wird. Und deswegen haben wir uns dann auch alle gesagt, okay, diese Filme sind sozusagen auf eine Art auch Inspirationen
genau. der realen Geschichten. Genau. So, wir sind inspiriert davon, aber wir würden jetzt auch nicht behaupten, sozusagen dieses Based on a True Story am Anfang oder dass man am Ende dann die Tafeln hat und dann fängst du an zu vergleichen, ja. was war denn jetzt real und was war im Film. Oder ein also. Foto gar von den echten Leuten oder so, wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Also ich muss dazu sagen, wenn du sagst inspirierend, ist es auch für uns, also auch für mich, weil natürlich fängt man danach sofort an, nochmal zu recherchieren und zu gucken, wie war das oder hört sich eben, das kann man ja machen, logischerweise im Letzten, also die entsprechende Folge an, das ist schon inspirierend, aber man geht eben raus mit dem Gefühl, man hat einen Spielfilm gesehen und das ist das Entscheidende. Wie ihr jetzt im Einzelnen euch entschieden habt und wie ihr das auch erzählt habt, das bereden wir gleich. Das Berlinale Radio. Und wir reden über Zeitverbrechen, also endlich gibt es diese Miniserie. Ich frage mich übrigens, Jorgo, ob das jetzt so geplant war als Anfang vielleicht, war immer klar, 4 oder man könnte ja endlos weitermachen übrigens, ne, wenn das gut läuft. Ich glaub, wir haben uns jetzt anfänglich mal auf 4 geeinigt, aber die Idee ist auf jeden Fall weiterzumachen, und wir einen neuen Partner haben. Ja, genau, wenn ihr wisst, wo und wie und was, mit wem, das ist schon klar, weil man eben so viele unterschiedliche tolle Regisseure und Regisseurinnen hat in Deutschland und 3 davon sind jetzt auch bei uns vertreten. Lasst uns vielleicht mal so anfangen, wie auch die Reihenfolge dessen war, was ich geschaut habe. Und eine Reihenfolge gibt es in dem Sinne jetzt nicht. Man kann das so und so sehen. Also Dezember ist der Film von Mariko mit Samuel Benito. Und ich muss sagen, das ist natürlich ein Fall, den hatte ich sogar noch relativ präsent. Als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, ich weiß, wie es zu Ende geht mit diesem jungen Mann, was sehr tragisch ist. Also da setzt du ja auch nicht auf die Spannung sozusagen des Ausgangs, was bei den anderen Filmen schon anders ist, sondern worauf setzt du? Worauf ich setze, also es war glaube ich eigentlich mehr so diese Nacht von ihm, also vielleicht einmal kurz, worum es geht. Es geht um einen jungen Mann, der mit seinen Freunden trinken ist in einem Club und ein bisschen zu viel trinkt und dann nach Hause gehen will, nicht nach Hause findet, erstmal von der Polizei und Krankenwagen aufgegriffen wird, dann wieder rausgelassen wird und bei fremden Leuten klingelt und denkt, er wohnt dort. Die wiederum rufen ihn die Polizei, rufen auch die Polizei und die nimmt ihn mit und setzt ihn auf einer einsamen Landstraße aus und dort wird er überfahren. Und da ist natürlich irgendwie spannend, einerseits die Schuldfrage, weil natürlich die Polizisten haben ihn ausgesetzt. Davor gab es aber auch sehr viele Leute, die keine Verantwortung übernehmen mussten, damit das passieren konnte. Und wir hatten davor überlegt, wie setzen wir es um. Es würde sich einerseits auch anbieten in verschiedenen Perspektiven, aber was dann eigentlich sehr schnell klar war, ist, dass wir eigentlich nur bei ihm bleiben wollen und bis auf Prolog, Epilog in Echtzeit eigentlich mit ihm diese Nacht durchleben. Also das spielt ja großartig. Samuel Benito hat schon einiges gemacht, glaube ich. Ne? Ich habe da mal gegoogelt. Ja, er hat schon ein bisschen was gemacht. Nicht, aber das ist jetzt, er trägt den Film. Also wie du sagst, er ist die ganze Zeit präsent. Und ich habe gefragt, also es ist jetzt sozusagen nicht die Spannung zu erfahren, was passiert. Wobei ich bin ja so ein Gucker. Ich hoffe dann irgendwie doch, dass es klappt. Das ist ganz merkwürdig, obwohl ich weiß, wie es endet. Ich gucke dann immer, das muss man auch so aufbauen, dass man so mitgeht und vielleicht diese Hoffnung trotzdem irgendwie hat, wieder erwarten. Ja, ich glaube, es war jetzt nicht Absicht, aber ich kann es total gut nachvollziehen. Und ja, man weiß ja dann auch nicht jedes Detail irgendwie. Und ja, ich glaube, ich habe auch, hoffe auch immer, dass es vielleicht dieses Mal anders. Ja, das ist so merkwürdig. Weil natürlich auch so viel, du hast das schon angedeutet, so viel Versagen zusammenkommt und nicht immer böswilliges Versagen. Also ich würde sagen, diese Familie, die immer auch Kinder haben und so, mitten in der Nacht steht da so ein Typ vor der Tür, kann man dann auch durchaus ein bisschen verstehen. Bei den Polizisten ist es anders, das ist eine Sauerei. Aber es ist ja auch wichtig, dann jedem durchaus so ein gewisses Recht auch zuzubilligen, zu versagen. Sie hatte nicht diesen moralischen Anspruch im Film gesehen, unbedingt. Nee, also es soll auch nicht unbedingt jetzt irgendwie ein Verurteilen dafür, weil ich kann alle Figuren irgendwie nachvollziehen. Auch die Polizisten, sagen wir mal, kann ich irgendwie versuchen zu verstehen, auch wenn ich das nicht richtig fand, wie sie sich verhalten haben. Aber das Leben ist nun mal immer sehr schnell und es ist sehr viel zu tun und wir alle laufen durch die Stadt und schauen oft auch mal weg in Momenten, wo man vielleicht Hilfe leisten müsste. Oder, also mir ist das bestimmt schon passiert. Und ich glaube zum Beispiel, für mich hat schon so die Geschichte so ein bisschen was verändert, auch daran. Also in deinem Verhalten so? Manchmal so einfach in der Wahrnehmung und dann auch eben zweimal zu überlegen, okay, sollte man da jetzt eigentlich helfen oder so. Wie hast du da mit ihm gearbeitet? Also es ist ja wirklich ein absoluter Kraftakt auch, was er da leisten muss. Also in dieser permanenten Verzweiflung, die sich immer mehr steigert auch. Ja, also die Zusammenarbeit mit ihm war eigentlich wirklich sehr einfach. Er ist einfach so ein Talent und so intuitiv. Und es ist recht ungewohnt, weil man ja, also er ist wirklich den ganzen Film über betrunken. Das heißt, man erarbeitet jetzt nicht unbedingt psychologisch eine Figur, weil wenn man betrunken ist, ist ja alles einfach eine unmittelbare Reaktion. Und wir haben sehr viel körperlich im Vorhinein gearbeitet. Und was wir dann auch gemacht haben, ist, dass er oft so einen Kopfhörer im Ohr hatte.
weil er eben auch ganz viel alleine ist. Mhm. Und dann habe ich sozusagen ihn per Mikro wie so angespielt oder durchgeführt. Ja, also dieses Alleinsein überträgt sich auch. Beim Zuschauen bekommt man nicht mehr aus dem Kopf. Die Frage an euch alle, wie seid ihr jetzt eigentlich umgegangen wirklich mit diesen Originalfilmen? Es gibt ja auch Autoren, Autorinnen. Ne? Also ihr habt ja nicht in jedem Falle selbst geschrieben. Gab es da Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Zeit? Also hat man nochmal so Sachen nachrecherchiert oder mal nachgefragt? Weil die wissen ja wirklich dann immer alles in jedem Detail, Helene. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch war. In unserem Fall war es so, dass wir Sabine Rückert getroffen haben, mhm, und sie uns so einen Stapel Akten, also Gerichtsakten, ihre handgeschriebenen Notizen, so massenweise College-Blöcke und so mitgegeben hat. Wir sind dann nach Jorgo, Esther, die Co-Autorin, Esther Preußler, mhm, und ich im ICE zurück nach Berlin gefahren und waren mit diesem riesen Aktenstapel. Und kommt man sich schon wahnsinnig wichtig vor. Es ist schon so, das fand ich toll. Ja. Aber ansonsten wurde nicht reingeredet, mhm, falls das die Frage war. Ja, das war sie. Helene, und übrigens, sie ist ja bei dir mal kurz zu sehen, glaube ich, ne? Ganz genau. Sie sitzt, mhm, mal für ein paar Sekunden, sieht man sie im Gerichtssaal. Ja, das sind so diese Bilder aus Hollywood-Filmen. Ne? Also wenn es, na, wenn wir hier bei der Los Angeles Time, wir werden diesen Fall klären und dann kommen so 50 Aktenkoffer und werden da hingeknallt und man weiß, ja, jetzt muss man lesen. So das Bild sehe ich jetzt vor mir. Wie war es bei dir? Ja, auch ähnlich. Also Akten waren bei uns jetzt gar nicht so ein, mhm, Thema, weil es da um ein System mehr geht in unserem Film und um, wir hatten ganz viele so digitale Files und ich glaube, wir hatten so drei Säulen insgesamt. Einmal die Podcast-Folge selbst, dann den Dossier, also das, was sozusagen gedruckt worden ist. Da war schon auch nochmal anderes Material so drinne, und das so Recherchematerial des Journalisten selbst. Und genau, ich glaube dann jetzt in dem, wie man dann in so einen Prozess kommt, das ist wahrscheinlich auch bei jedem Film anders, mhm, gewesen, aber ich glaube, man versucht erstmal einfach alles aufzusaugen und dann aber will man ja vor allem die eigene Hand, sozusagen Idee, ja, da drin finden, ja, so, und einen Take entwickeln, mhm, der daraus einen Film macht und jetzt nicht sozusagen eine journalistische Reportage oder so. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mir, auch für jeden von euch, dann sich auch wiederum eine gewisse Freiheit zu verschaffen. Muss man immer, auch wenn man ein Biopic über irgendjemand dreht, man erfindet denjenigen oder diejenige ja neu. Wie war das bei dir? Also ähnlich wie bei Helene, wir hatten auch viele Akten und man konnte schon ziemlich minutiös eigentlich diese Nacht rekonstruieren und wir hatten viele Zeugenaussagen, also auch ein Großteil der Dialoge ist eigentlich original, aber es gibt natürlich Dinge, wo sich entweder Zeugenaussagen widersprochen haben oder die Zeugen nicht unbedingt zuverlässig waren, wie die, mhm, beiden Polizisten oder, ja, so. Ja. Da mussten wir uns dann doch was überlegen und da war dann der Versuch, irgendwie einerseits dem nahe zu kommen, wie es war, ohne eben, also irgendwie so einen Mittelweg zu finden zwischen, mhm, den Aussagen, denn, und Vermutungen. Man erzählt eine Geschichte, macht einen Film, der die Leute packen soll. Was wir dann noch so sehen, das werden wir gleich bereden. Radio 1, der Berlinale Talk. Früher gab es ja bei der Berlinale ein eigenes Serienformat, also eine eigene Schiene, was ich sehr, sehr gut fand, weil man muss ja irgendwie auch merken, dass die Welt sich verändert, sich Sehgewohnheiten verändern. Da war die Berlinale richtig gut dabei, wurde abgeschafft, okay. Aber immerhin laufen Serien, wenn auch in anderen Programmen. Also hier ist es das Panorama, das eben von X-Filme produziert, den wunderbaren Podcast Zeitverbrechen verfilmt hat. Vier erste Teile, über die wir hier reden. Wir haben jetzt schon ausführlich geredet über Dezember. Und Sie merken schon, wir versuchen jetzt, Ihnen Lust zu machen, Sie neugierig zu machen, alles zu erzählen. Gut, bei Dezember, glaube ich, haben wir soweit doch fast alles erzählt. Ist aber bei dem Fall, glaube ich, nicht so schlimm. Wir werden sehen, Helene Hegemann, wie es bei deinen Brüdern ist, weil das, und das finde ich schon auch interessant, es sind ja alles Genrefilme, ist ja klar. Also wir haben ja hier Kriminalgeschichten, auch wenn sie wahr sind, sind sie Genrefilme. Deiner ist, wenn auch nicht im klassischen Sinne, ein Gerichtsfilm. Du hast, mhm, einen Gerichtsfilm gedreht. Magst du das Genre? Ich persönlich übrigens sehr. Ich finde das so dialektisch und so spannend, diese verschiedenen Haltungen. Ein Gerichtsfilm mit Rückblenden, was sind das die Rückblenden für ein Genre? Rückblenden gibt es ja im Kino sowieso immer mal wieder. Die dürfen übrigens nicht lügen. Ja, aber das Genre innerhalb, ja, der Rückblenden, meine ich. Das Genre innerhalb der Rückblenden. Hitchcock hat mal sehr klug gesagt, Rückblenden dürfen nicht lügen. Rückblenden dürfen nicht lügen. Das hat er einmal gemacht, das war ein Riesenfehler. Mhm. Und das habe ich mich bei deinem Film die ganze Zeit über gefragt, was das eben bedeutet. Aber ich bleibe mal beim Kern. Was bedeutet dir das Genre des Gerichtsfilms? Pfarrer sagte gerade völlig zu Recht, in den Rückblenden ist es tatsächlich eher Coming of Age. Ja. Also Gerichtsfilm, Coming of Age und was denn noch? Bandenthriller oder so. Ich finde Gerichtsfilm, mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, war Richter. Das habe, mhm, ich ganz spät erst erfahren. Ja, ja. Ich habe schon mal einen Gerichtsfilm gedreht in genau demselben Gerichtssaal und fühlte mich da extrem gut aufgehoben. Ich glaube, das ist sowieso eine epigenetisch, ja, 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 ist das so vererbt worden. Ich mag Gerichtssäle gerne und finde,
Deswegen hat mich der Fall auch am meisten interessiert. Interessant, was für Welten da wie aufeinander knallen. Also, dass ein so archaischer, irrationaler Akt nüchtern, dass versucht wird, dem so nüchtern habhaft zu werden in dieser ganzen Bürokratieschlaufe, das finde ich generell bei Prozessen unfassbar interessant, der Unterschied zwischen, die Diskrepanz zwischen dem, was verhandelt wird und dem, wie es verhandelt wird. Ne? Also alleine wie Stiche aufgezählt werden, wie Stiche und Verletzungen einfach so nüchtern runtergerattert werden, um da irgendwie ein Strafmaß zu erzielen und rauszufinden. Die Widersprüche interessieren mich da. Also ich finde, das ist so reizvoll, das ist auch irgendwie was Tröstliches. Das Chaos der Wirklichkeit wird sich hineingegossen in eine Form. Das ist die Form des Gesetzes. Das ist der Versuch zumindest. Mhm. Das funktioniert auch oft sehr gut. Manchmal aber auch nicht, in diesem Fall zum Beispiel nicht. Nee. Detlef Buck ist der Richter, da muss man erstmal drauf kommen. Das ist eine interessante Besetzung, finde ich. Ja, magst schon, ne? Ja, wir haben da lange drüber geredet. Was er da gemacht hat oder was da unser Ehrgeiz war, er sollte so ein Boris Johnson-artiger Richter sein. Ist also wirklich so, hat auch das aber mit Siegelringen und mit, das hat er gut gemacht, das hat er irgendwie gerafft, das war lustig. Also er ist ein super Schauspieler, finde ich immer. Mhm. Also er hat damals Herr Lehmann und so, da hat er uns alle sehr gerührt. Ja, sowieso. Sehr, sehr guter Schauspieler. Sind auch andere tolle Schauspieler dabei, Lavinia Wilson wollen wir nicht vergessen, Anwältin ist sie ja. Mhm. Und es ist ja wahrscheinlich dann noch mal eine besondere Herausforderung, so ein gruppendynamischer Prozess. Also wir haben eine ganze Gruppe von jungen Leuten, die angeklagt wird wegen eines Falls, den man als Mord betreiben könnte. Oder man könnte aber auch sagen, vielleicht ein Gnadenakt. Das ist, lassen wir mal so offen. Aber wahrscheinlich auch für dich sehr reizvoll, also die verschiedenen Charaktere. Denn man bekommt schon mit, was das für Leute sind. Wie war das? Die zu inszenieren, die müssen ja alle ein Gesicht haben und eine eigene Persönlichkeit. Und das ist bei einer Gruppe, finde ich, immer ein bisschen schwieriger. Ne? Das stimmt, das ist auch gut, dass du es ansprichst. Das war der Hauptehrgeiz, weil das ist in der Podcast-Folge war das Einzige, was ein bisschen untergegangen ist. Also dieser extrem gut recherchierte Fall und auch gut geschriebene Geschichte. Ich finde, das ist wirklich eine sehr gut geschriebene Geschichte, was Frau Sabine Rückert da geleistet hat. Was unterging, war die Individualität und dieser Jungs und die Liebe zueinander und deren Freundschaft, die sind immer so ein bisschen abgeurteilt worden als so ein knäuelartiges Rudel. So. Und das geht natürlich in einem Film total einfach, indem man einfach gute Leute besetzt, die da ihr eigenes Ding draus machen. Da musste ich jetzt nicht besonders viel leisten. Ja. Vielleicht nennen wir auch mal ein paar von denen, weil wir nennen jetzt nur die ganz bekannten deutschen Schauspieler. Also Seth Farn, Smith Gneist, Eren M. Güvercin, ganz toll fand ich übrigens, und Adrian Vasili Butt. Das sind auch Leute, die mit dir gemeinsam ja auch Grenzen überschreiten, weil ich sage zwar jetzt Gerichtsfilm, du redest schon von Rückblenden, aber es gibt ja auch so Ausbrüche ins Surreale hinein, fand ich. Manchmal wird es dann fast ein Musical an bestimmten Stellen. Also wie hast du mit dem Genre dann auch so gespielt und so eine, ja, Grenzen überschritten? Da gibt es eine, also das war auch das Ziel, dass man irgendwann die Grenzen so verschwimmen zwischen den Welten und zwischen dem Wahnsinn und der Rationalität und man sich das nicht mehr richtig voneinander unterscheiden kann. Also ging eigentlich um so eine Art von Grenzerfahrung. Es gibt ein schönes Beispiel, was die Arbeitsweise auch ganz gut auf den Punkt bringt. Wir haben zwei, oder waren es doch drei, ich glaube zwei Tage im Gericht gedreht, sehr, sehr, sehr viele Szenen. Und die Jungs haben da nicht wirklich was zu tun, außer in so einer Glasbox eingesperrt zu sitzen als Angeklagte und zuzuhören, wie über sie geurteilt wird und wie sie abgeurteilt werden. Und das waren von vielen der Schauspieler der letzte Drehtag. Und davor gab es aber 4-5 Tage lang, eine ganze Woche lang, unfassbar viel zu spielen für die und zu tun. Und irgendwie, es war körperlich, die sind irgendwie in den Pool reingesprungen, haben sich geprügelt gegenseitig, wir sind irgendwie durch die Stadt gerannt und so. Und wir haben es nicht richtig übers Herz gebracht, dass das die letzte Szene von denen sein sollte. Dass die zwei Tage am Stück da in dieser Glasbox eingesperrt sind. Und haben dann überzogen. Netterweise ist unser fantastischer Produzent Jorgo Nais da nicht an die Decke gegangen. Und haben die noch aus dieser Box ausbrechen lassen. Woraus eine Tanzszene, die ich ziemlich entscheidend finde für den Film, entstanden ist. Man hat also diese aus der Glasbox ausgebrochenen Jungs über die Tische im Gericht springt. Und das ist irgendwie toll, weil es aus dem realen Impuls entstanden ist. Also ich habe die berühmten deutschen, biodeutschen Schauspieler genannt, das sind sicherlich auch deutsche Schauspieler, aber die ich eben nicht kannte. Wo hast du die jetzt gefunden? Dass Leute, die auch schon gespielt haben? Oder war das die nicht berühmten biodeutschen oder die nicht berühmten anderen, deutschen Schauspieler? Wie man das Buch findet, kann ich mir vorstellen, da gibt es eine Agentur. Die jungen Leute,
die diese natürlich Casting, das sind alles Schauspieler. Alles Schauspieler. Mhm. Und wie hast du die zusammengestellt? Das muss ja wie so eine Familienaufstellung sein. Die müssen ja zusammenpassen, ne? Das geht rein intuitiv. Man hat ein gutes Gefühl. Und sie sind, also was, waren alle ähnlich motiviert und haben alle ähnlich, sind alle ähnlich liebevoll. Mhm. Also das war so, ich glaube, sind sehr unterschiedlich, aber die treffen sich in ihrer Empathiefähigkeit, mhm, glaube ich. Das ist bei denen alles sehr, sehr ähnlich. Deswegen sind die auch so aufeinander abgefahren. Mhm. Zumindest für dieses Projekt. Mhm. Also, vielleicht sind auch Freundschaften fürs Leben entstanden. Das wissen wir ja nicht, was danach mit den Menschen noch passiert. Wir haben ja immer den Ausschnitt ist von selten beim Film, da entstehen selten Freundschaften fürs Leben. Film zeigt. Deine Brüder. Ist wirklich so, ja, oder? Ja, also, ja, glaube ich. Ja. Ja, ja. Bei Filmdrehs? Ich hoffe, also, nein, ich verstehe, was Helene meint, aber ich hoffe, dass hier ein paar Freundschaften fürs Leben standen. Ja, das hoffe ich auch, entschuldigt. alles gut. Gleich mal die Frage, weil wir noch ein bisschen ausführlicher natürlich noch reden werden über Love by Proxy, aber auch hier ist es ja so, da hast du ja Schauspieler auch besetzt, die wir natürlich noch niemals gesehen haben und das kann ich mir vorstellen, weil für die afrikanische Geschichte dann, gibt es da auch internationale Agenturen oder sind das vielleicht auch deutsche Schauspieler, kann das sein? Nee, das sind ghanaische Schauspieler, der Film spielt unter anderem in Ghana auch, ja, und da gab es eine super gut ausgebaute Filmszene, ja, so, also bei Ghana neben Südafrika und Nigeria eigentlich so einer der Länder ist, wo viel gedreht wird, und hat einen tollen Caster, der uns ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Leute vorgestellt hat. Und die haben alle Star-Appeal, finde ich. Also wirklich, 100%, ne? Ja, born to be a star. Ja, auf jeden aber Fall, wirklich. Und was die spielen, das werden wir auch gleich bereden. True Crime, jetzt also verfilmt, Zeitverbrechen, der Podcast. Wir haben schon gehört, es könnte endlos weitergehen, was ich übrigens sehr, sehr hoffe. Ich hätte noch ein paar Vorschläge auch noch für Regisseure, Regisseurinnen, auch durchaus ein paar Folgen, die ich gehört habe. Auch Besetzungsfragen, ja, das kann gerne diskutieren. Macht sowas wahnsinnig gern, hat nie Erfolg, aber wir könnten das durchaus noch tun. Hier haben wir schon ein bisschen über Besetzung gesprochen. Faras bei Love by Proxy ist eine Geschichte, die grenzüberschreitend ist. Das hast du auch schon gesagt, wir sind in Ghana und in Deutschland und da das wirklich sehr raffiniert, ja, aufgezogen ist am Anfang. Wenn man erstmal sehr irritiert ist, müssen wir es gar nicht so sehr spoilern, aber wir können ja doch zumindest erzählen, was dem Hauptdarsteller hier in Deutschland, nämlich Jan-Henrik Stahlberg, wunderbarer Schauspieler, wie ich finde, was dem so widerfährt im reifen Alter, so kann man es ja schon sagen. Ja, genau. Also Jan spielt Ralf, einen einsamen, hinreißenden alten Mann, der ja in seinem größten Häuschen alleine ist und sich verliebt hat, unsterblich in eine junge US-Amerikanerin, Early Thomas heißt sie. Early hat geerbt, ihr Vater ist gestorben, reist nach Ghana, um dort sozusagen das Familienimperium, eine Goldmine, Diamanten, 4,6 Millionen Dollar, all diese Dinge holt Early sich und Ralf flankiert sozusagen ihren Abenteuertrip aus Deutschland mit irgendwie Telefonaten, wilden Sprachnachrichten, Textmessages und so und versucht sozusagen ja, der Held zu sein, zu dem er geboren worden ist. So. Und ja, irgendwann ist es sozusagen jetzt eine sehr verschachtelte Geschichte, in der es viel um genau Liebe, Einsamkeit, aber eben auch um so ein bisschen diese so transatlantische Beziehung zwischen Ghana und Deutschland geht, um Rache irgendwie auch und so geerbte Schuld vielleicht, aber auch so Möglichkeiten da vielleicht sich so reinzuhacken. Ja. Also es ist eine postkoloniale Krimi-Geschichte, finde ich schon. Also diese Dimension habe ich da schon auch gesehen und die hast du ja auch bewusst mit reingenommen. Man muss auch dazu sagen, das kann man glaube ich auch noch sagen, dass er auch schon ziemlich zahlt immer. Also sie kommt auch in Bedrängnis hinein. Also immer wieder gehen da große Summen rüber. Ja, einiges passiert in Earlys Leben, Ne? Also ich erinnere mich, ich habe mal so eine Mail bekommen, die war total glaubwürdig von meiner Englischlehrerin, Engländerin auch. Und die schrieb dann auch so eine Geschichte, die war total glaubwürdig. In Istanbul, sie kommt nicht weg und Kreditkarte und so. Das Einzige, was Englisch war so schlecht und die so super, super pingelig. Also da dachte ich, irgendwas stimmt nicht. Ich habe gesagt, sag mir irgendwas, was nur du weißt. Kam natürlich dann nie. Aber ich musste daran denken, es geht dann nämlich auch relativ schnell, wenn es gut gemacht ist. Mega. Es ist gerade trendet ja auch voll dieses so, hey Mama, Papa, ich habe irgendwie meine neue Nummer hier. So. aber ja, ich glaube, ein bisschen geht es schon ja auch darum, dass wenn man halt alleine ist oder so und verzweifelt, dann lässt man sich halt auch, glaube ich, auf Angebote zu imaginieren oder zu träumen oder so vielleicht auch sehr viel einfacher ein, als wenn man eh schon ein stabiles so Familien-, Liebes-, Partnerschafts-System hat. Da muss ich jetzt wirklich was fragen, was du vielleicht gar nicht beantworten willst. Tat er dir nicht auch ein bisschen leid? Ich muss
ganz ehrlich gestehen, dass ich, meine Sorge war eher, dass man zu viel Empathie mit ihm hat, weil ich glaube, also das, ich war schon so sehr aware, dass das Publikum größtenteils eher so westlich sozusagen sozialisiert ist oder so und da, glaube ich, eher als so Identifikationsfigur eher zu viel zu bieten hat oder so. Und mir war es voll wichtig, dass bei der Geschichte diese so Figuren von Opfer und Täter oder so sich so ein bisschen auflösen und ich glaube, aber Jan hat erst echt einen extrem tollen Entwurf dieser Figur gespielt. Man hat mega viel Empathie, lacht aber auch über ihn, kann sich irgendwie. Ja. Weil auch unbelehrbar ist, darf man auch verraten, Sandra Hüller spielte seine Tochter und die kann das natürlich auch sehr überzeugend spielen, zu sagen, Vater, du spinnst, hör auf. Aber er glaubt es ja nicht. Also das Element kommt ja dazu, dass er einfach mal sich nichts sagen lässt. Ja, genau. Ich glaube auch dieses so. Wenn man sich verstrickt, glaube ich, in komplizierte Abhängigkeitsbeziehungen oder so, ist, glaube ich, halt sind beide Dimensionen halt voll wichtig. Die, in der man abhängig gemacht wird, aber auch die, wo man sich selbst so ein bisschen auch vielleicht manchmal dafür entscheidet, irgendwie eine Lüge zu leben oder so. Wie ist das? Es sieht wahnsinnig teuer aus, muss ich dazu sagen. Also gerade der Anfang, wo ich auch dachte, boah, was ist denn jetzt hier los? Wir sind ja wirklich Hollywood-mäßig sieht das dann aus. Ja, war das so teuer oder habt ihr das einfach nur so geschickt gemacht? Ich darf jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber das war jetzt nicht wahnsinnig teuer. Das liegt eher daran, dass wir auf Ganache Seite ein fantastisches Team hatten. Eine Produktionsfirma, TDF Freak Films, und die haben wir sehr früh im Prozess kennengelernt. Und das war auch eine bewusste Entscheidung von uns, das mit maximal, also mit wirklich sehr kleiner Runde aus Deutschland dahin zu gehen und möglichst mit Ganache im Team zu arbeiten. Und die haben das so aussehen lassen, dass es sehr, sehr teuer wird. Also ich würde vielleicht ergänzen, dass das auch an dem, an dem guten Kameramann Simon Wu lag. Und auch, also voll klar, ich glaube, so die Locations, die man vor Ort gefunden hat, haben mega viel auch geboten und so. Aber es war schon auch, glaube ich, voll die Übung, würde ich sagen, wie man halt mit sehr, sehr, sehr reduzierten Mitteln trotzdem versuchen kann, so Action-Hollywood-Thriller oder so hinzukriegen. Aber meine große Sorge bis heute ist immer, wenn ich das sehe, dass halt dieser ganze Film wie so eine Klappwand umfällt und alle nur so lachen, weil sie das Gefühl gar nicht ernst nehmen, was da so genremäßig passiert. Nee, glaube ich nicht. Also ich habe es jetzt nicht auf der großen Leinwand gesehen, das kommt noch dazu. Dafür ist es ja jetzt auch gar nicht so konzipiert. Das ist ja wirklich dann für den Bildschirm. Und ich fand, wie gesagt, dachte, boah, jetzt geht es hier richtig ab. Irgendwann merkt man ja, was dann wirklich passiert. Aber das lassen wir. Wir haben doch eine ganze Menge offen gelassen, finde ich erstaunlicherweise. Wie war es bei euch mit den Produktionsbedingungen, also mit der Arbeit, mit den Drehtagen? Es könnte alles mal erzählen, ob das alles so genug war. Also bei mir war es auch ein bisschen speziell, weil wir hatten, also der Film ist, der Hauptteil des Films ist quasi eine Plansequenz. Ohne Schnitt, ne? Ohne Schnitt, aber wir haben versteckte Schnitte, aber es soll das Gefühl sein, dass wir die ganze Zeit dabei sind und nie wegschauen eigentlich. Und das ist insofern speziell, weil man eben alles irgendwie so choreografieren muss. Und wir hatten 5 Probentage, glaube ich, 2 davon, glaube ich, mit so SchauspielstudentInnen und dann noch 2 oder 3 eben mit den Schauspielern oder so einer Kombination, wo wir eigentlich mit der Kameramann und ich zusammen mit denen alles so durchchoreografiert haben, weil das halt eben auch die Auflösung war. Und wir haben halt teilweise auch 360 Grad gedreht und mussten überlegen, wie macht man das mit Licht und Ton, und es war wie so ein Ballett eigentlich zwischen Spieler und Kamera. Und dann hatten wir zwar noch einige Drehtage, aber nicht zu viel, aber das haben wir dann gar nicht gebraucht, weil wir dann eben pro Tag zwar so 10 Minuten oder so gedreht haben, was viel ist, aber eben nur eine Einstellung jeweils. Du hast ja schon ein bisschen, Helene, erzählt, also von Drehen in einem engen oder doch nicht so riesigen Gerichtssaal. Wie waren da die Arbeitsbedingungen für dich? Im Gerichtssaal waren wir, wie gesagt, nur 2 Tage, 2 oder 3 und den Rest der Zeit an ungefähr 20 verschiedenen Locations, 20, 30, also wirklich viel. Und bei uns war, glaube ich, die Herausforderung gar nicht unbedingt nur, also gar nicht die Technik, sondern also die Größe des Casts. Ich glaube, es waren insgesamt 50 Schauspieler oder so. Es waren einfach Unmengen von Schauspielern, die in diese Tage gequetscht werden mussten. Also, aber das hat alles hervorragend funktioniert. Die Arbeitsbedingungen waren großartig. Ja. Also allen hat es gefallen, aber die dürfen trotzdem nur einmal, ne? Oder wie ist es, wenn es jetzt weitergeht, greifst du dann vielleicht nochmal zurück? Also ich würde sofort mit all diesen tollen Menschen wieder arbeiten, ja. Jan Bonny wollen wir nicht vergessen, der heute nicht hier sein kann, auch ein großartiger Regisseur, Wintermärchen, gehört für mich zu den ersten deutschen Filmen überhaupt der Vergangenheit, hat hier mit Lars Eidinger, der auch schon bei uns war, gedreht. Das ist auch ein Film, der sehr mit dieser einen Figur wirklich arbeitet, wo er durchgeht unter Hochspannung, Wahnsinn. Ich finde es auch toll, dass er so 2 verschiedene Figuren jetzt hier spielen kann bei der Berlinale in Sterben.
dieser introvertierte, traumatisierte Dirigent, ganz andere Figur. Und jetzt hier, was ist so ein Typ? Naja, Johnny, also das ist die Hauptfigur in dem Film, der Panther, also ist auch der Panther sozusagen, ist eigentlich so ein Typ, der sich vor allem durch sein Handeln auszeichnet, der immer wieder handelt und da sozusagen eigentlich nicht nachdenkt, sondern einfach immer weiter sich reinreitet. Und er spielt einen V-Mann, der sozusagen zwischen Rockerbande und Polizei sich eigentlich immer mehr verzockt. Und der Film folgt eigentlich so knapp über einer Stunde wirklich nur ihm eigentlich so und schaut eigentlich so ein bisschen zu, wie er sich immer weiter da in diesem Strudel irgendwie verstrickt. Kannst du vielleicht was verraten, weil du warst dann dabei bei den Dreharbeiten. Jan Bonny ist ja auch ein Radikaler irgendwie als Arbeiter und als Denker auch. Lars sowieso. Wie haben die da unter Hochspannung gestanden die ganze Zeit oder was? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das war eine extrem entspannte Atmosphäre am Set. Die beiden kennen sich auch sehr gut, muss man sagen. Und das war sowieso eigentlich, finde ich, so das größte Geschenk an diesem Projekt, wie unterschiedlich alle vier Regisseurinnen so arbeiten. Und bei Jan war es tatsächlich auch sehr viel. Also sozusagen, Jan lässt auch sehr viel länger drehen, also sozusagen im Sinne von, die Kamera läuft sehr viel und Leute dürfen auch mal zwischendrin improvisieren und dann gibt es wieder neue Anweisungen und dann geht es weiter. Und aber die beiden haben eine langjährige Arbeitsbeziehung, deswegen gab es da, glaube ich, schon ein sehr krasses Vertrauensverhältnis. Sie wissen, was sie da tun, auf jeden Fall in der Panther. Das bringt mich ja zur letzten Frage, ihr habt ja alle auch schon andere Dinge gemacht und werdet wahrscheinlich auch noch andere Dinge tun, logischerweise, als Filmmacher. Wo steht das jetzt für euch? Ist das jetzt so eine Arabeske, später mal bei einer Retrospektive, so in 30 Jahren, wir sagen, das habe ich auch mal gemacht, so ein Genrefilm, oder was war das für eine Erfahrung für euch jetzt insgesamt? Wie fängst du an? Oder fang du an. Also erstmal, es war eine super schöne Erfahrung, weil war eine tolle Zusammenarbeit und obwohl es wie so ein fremder Stoff war, trotzdem auch irgendwie ein Leidenschaftsprojekt. Aber wie es rückblickend einzuordnen ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich glaube, bei mir, ich habe das voll oft jetzt so, wenn ich schon darüber nachdenke oder so, als so Brückenprojekt oder so wahrgenommen, weil ich habe nach meinem ersten Kinofilm Foto 3 relativ viel Serien gemacht, also drei verschiedene Serienprojekte. Das ist jetzt das letzte, weil es irgendwie ja schon trotzdem Zeitverbrechen auch ein serielles Format ist. Und ich will jetzt danach eigentlich nur noch an Kinofilmen arbeiten. Und hatte das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, weil ich große Hemmungen hatte, selber wieder zu schreiben oder so, eine gute Möglichkeit war, mal unter einem etwas vielleicht weniger High-Stakes-Rahmen oder so zu schreiben. Und bin voll dankbar, glaube ich, für diese so Erfahrung und Möglichkeit und mit so tollen anderen Regisseurinnen irgendwie, das ist dieses Teamgefühl, glaube ich, weil oft fühlt man sich ja sehr alleine als Regie. Das hat schon echt was verändert, hatte ich das Gefühl, diese, auch wenn es nur kurze Momente des Austauschs waren oder so der Unterstützung oder des Fragens. Ja, das stimmt, das geht mir auch total so. Und für mich war es, also ich finde so eine Art von, wie du ja auch sagst, dass dieser Imperativ, jetzt mach dein eigenes, was so Autorenfilme ja immer, worunter man sehr leidet, das war angenehm, dass das wegfiel. Also man hatte eine gewisse Begrenzung durch die vorgegebene Länge davor, also und durch Zeitverbrechen und durch den Fall, den man sich ausgesucht hat. Und das hat für mich zu einer riesengroßen Freiheit geführt. Und es war, glaube ich, so, also es war eine unfassbar wichtige Arbeit für mich. Also wird es auch immer bleiben. Ziemlich überraschenderweise ist das sowohl inhaltlich als auch formal mir extrem wichtig geworden. Also alle haben übrigens am Drehbuch jeweils mitgeschrieben, muss ich auch sagen, und Mika hat es allein geschrieben. Und die Folgen sind etwa immer so eine Stunde. Ich glaube, Panther ist ein bisschen länger, aber so im Wesentlichen sind die Längen so. Also ich kann allen nur wünschen, dass bald jemand kommt und genug dann bietet und auch Leidenschaft hat und sagt, wir werden das zu einer guten Zeit auch zeigen, weil ich denke, das ist wirklich ein großes Ereignis eben auch für die Geschichte der Serienproduktion in Deutschland, weil sowas gab es in der Form auch als Anthologie, um das nochmal so zu nennen, noch nicht von X-Filme produziert. Bedanke mich herzlich. Toll, dass ihr da wart, dass ihr euch während der Berlinale eine ganze Stunde Zeit genommen habt. Euch natürlich auch ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr alle hier wart. Morgen dann um 21 Uhr vom Potsdamer Platz unsere Bärensendung. Wir hoffen, da möglichst viele Gewinner und Gewinnerinnen da begrüßen zu können. Danke euch. Einen schönen Abend noch. Dankeschön.